Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit eurem Doomsday und Black Ops 6 hier auf der PlayStation 5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur zweiten Folge. Ja, in der letzten Folge haben wir gestartet mit der Kampagne. War ein solider Einstieg, haben erfahren, wer der Bösewicht ist, nämlich Pantheon, und haben uns jetzt in diesem Haus zurückgezogen und können das auch upgraden und allen drum und dran. Da bin ich auch mal gespannt, was das noch so alles für uns bringt. Und ich würde sagen, wir legen los mit unserer ersten, mit unserer zweiten Mission. Let's go. Nutze die Beweistafel. So, kann ich irgendwas anklicken? Ah, ja, ich würde schon lesen. Läufer schlägt Turm, das ist die erste Mission, und jetzt haben wir die zweite. Blutfehde, Missionsübersicht. Woods sagt, dass er Savvy Dumas nicht vertraut, aber er traut niemandem. Es färbt möglicherweise auf mich ab. Tu in Avalon, was immer nötig ist, um sie für uns zu gewinnen. Let's go. Jo. Gehen wir rein. Adler hat nicht viele Infos über Sevati Dumar hinterlassen, aber ich weiß ein bisschen über Avalon. Er ist ein Spielplatz für die Reichen und Verbrechersyndikate regieren die ganze Stadt. Jeder schaut, wen er von der Rutsche schubsen kann. Haben Sie ein Ziel? Heuern Sie jemanden wie Sevati an. Früher gehörte sie zur Gilde, einer der mächtigsten Fraktionen in Avalon. Jetzt arbeitet sie freiberuflich. Adler heuerte Sevati an, einer Pantheon-Spur nachzugehen. Und genau dabei hilfst du ihr heute. Wir wollen selbst sehen, wohin die Spur führt. Vielleicht bekommen wir so Verstärkung fürs Team. Kraul ihr den Rücken, aber pass auch auf deinen auf. Vertrauen muss verdient werden. Trust. Blutfehde. 91. Zum neuen. Hallo Case, sieh unter dem Telefon nach. Yannick. Sein Name ist Yannick, ein Broker der Gilde. Er ist heute Abend auf seiner Yacht, hat ein Telefonat mit dem Pantheon. Wir hören mit. Ist der Anruf erledigt? Erledigst du Yannick? Das wird das eigentliche Ziel herauslocken. Aber eins nach dem anderen. Wo finde ich Yannick? Vom Glockenturm der Kirche aus hat man einen guten Blick auf Yannicks Yacht. Er schmeißt eine Party, während seine Männer in der Kirche das Geld zählen. Was sollte ich über Yannick wissen? Yannick handelt mit Waffen, Drogen, Frauen, alles was Geld bringt. Das heißt, das Pantheon will eine Beziehung zur Gilde aufbauen. Also testet Yannick das Terrain. Er ist unser erster Dominostein. Der Spaß beginnt, wenn wir ihn umwerfen und Zugang auf mein eigentliches Ziel erhalten. Johann Essaidi. Wo bist du? Nah genug, um zu wissen, ob du es vermasselst. Bin bereit. Mal sehen, was du drauf hast, Case. Auf zum Glockenturm. Mir ist egal wie. Leise, laut, komm einfach hin. Was haben wir hier? Betäubungsfalle. Er schafft eine Ablenkung, die Gegner anzieht und leise ausschaltet. Cool. Wer bist du? Bist du ein Gegner? Leise niederstrecken, Körperschild. Yep, das war ein Gegner. Eine ruhige Hand. Du könntest schwimmen gehen, um die Wachen zu meiden. Ja, warum nicht? Halte dich versteckt und duck dich, damit Feinde dich nicht sehen können. Wenn du entdeckt wirst, versteck dich schnell wieder, bis die Lage sich beruhigt hat. Okay. Mithören und eine Spur zu Pantheon für Adler haben, erkläre ich die Gilde zum Freibild. Die haben es verdient. Ich weiß das. Ich habe früher für sie gearbeitet. Okay. Eine Karte wäre nicht schlecht.
müssen wir hin? Dahin. Gibt's hier einen Hintereingang? Ja, sieht gut aus. Als ich noch bei der Gilde war, habe ich Yannicks-Partys nie gemocht. Obwohl sie eine gute Übung waren, nicht aufzufallen. Jede Kleine, die Yannick mochte, hat eine lange Nacht vor sich. Also machen wir kurzen Prozess. Ah, hier ist ein Gegner auf jeden Fall. Kann ich mit dir irgendwie markieren oder so? Wir müssen hoch. Ja, das ist schon eine schöne Stealth-Mission. Mit schwer gedämpften Waffen bleibst du länger unentdeckt. Das ist richtig. Fenster sind offen. Du könntest in den ersten Stock gehen. Ja, hab ich gesehen. Oh, was war das? Wurfmesser. Die nehme ich mit. Zugang zum Glockenturm gibt es im ersten Stock hinter einer verschlossenen Tür. Ist jemand gehört? Nee, gell? Da drüben ist auch einer. Aber ich würde gerne noch Geld finden für unsere Base. Läuft der hier rum? Nee, kann er nicht. Okay. Ah ja, ich würde gerne trotzdem nochmal gucken. Na, nicht hier hingucken. Aua. Hier war noch einer. Ja, warte doch mal, mach mal keinen Stress. Aber die Leute hier ausscheiden. Aber hier unten scheint nichts zu sein, was geldmäßig ist. Oder? Pantheons Cashlieferung liegt immer noch einmal da. Wann holt Yannick sie ab? Klingt, als wäre ein Geldstapel nahe des Altars. Pantheons Anzahlung an die Gilde. Diese Pantheon-Typen, sind die sauber? Am Altar. Ich weiß nicht. Scheint nicht ruhen zu laufen. Yannick sollte eine Waffenlieferung. Okay. Das Geld hätte ich schon gern. Nerv nicht. Da ist das Geld. Steck das zur Sicherheit ein. Alles schön. Wir stecken und wähle für Feinde im Nahkampf. Ja, okay. Ist hier noch irgendwas? Wenn ich die aufhebe, ist da meine andere weg? Nein, gut. Aber war das jetzt das Geld, das was die meinten, oder? Aber die wollen wir jetzt nicht. Kann ich irgendwie mir... Ah ne, optional habe ich erledigt. Ah, okay. Das war das Geld. Na, dann können wir jetzt hochgehen. Können wir ein bisschen schneller da... Was war denn seine Waffe? Glockenturm befindet sich im ersten Stock der Kirche. Weiß ich doch. Yannick erwartet jeden Moment einen Anruf von Pantheon. Denk dran, Case. Drück erst ab, nachdem wir sein Telefonat gehört haben. Okay. Wir müssen eine Verbindung zu Pantheon bestätigen. Yannick ist beim Schirm. Oberdeck links. Von Mädels umgeben. Das... Ist nice. Ich habe die Anzahlung erhalten. Meine Männer zählen sie noch. Es ist alles da. Nicht vergessen, dies ist eine einmalige Sache.
Ich will nichts mit der CIA zu tun haben oder deinem Pantheon. Du lieferst die Hardware heute Abend, verstanden? Das war aber anders vereinbart. Heute, Yannick, fordere mich nicht heraus. Also stehen Pantheon und CIA irgendwie in Verbindung. Wir haben, was wir brauchen. Schieß. Zwischen die Augen. Mutz hatte recht. Du kannst gut schießen. Yannick war nur der erste Dominostein. Wir haben heute noch mehr zu erledigen. Begib dich zurück zum Münztelefon. Ich komme mit einem weißen Lieferwagen. Wachen im Anmarsch. Die Nachricht über Yannick macht die Runde. Kommt man hier auch über die Dächer runter? Würde mich jetzt mal interessieren. Wo müssen wir hin? Dahin. Oh, was? Kommt ihr hier aufs Dach? Pisst euch. Oh, das summt aber auch nah. Okay, die wissen, wo ich bin. Ah ja, nerv nicht. Noch jemand? Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier runter? Ja, hier haben wir keinen Stress. Ist das hoch? Ja. Ein bisschen. Dann schwimmen wir halt ein bisschen. Das ist eine schöne Mission, die gefällt mir sehr. Ich höre Sirenen. Oben nochmal, damit auch alle mitkriegen. Los geht's, Case. Wo kommt die Musik her? Krisensitzung im Château de la Haute Lune einberufen. Drei Gildenanführer werden da sein und die Wogen mit dem Pantheon glätten. Ich will mein Geld. Daher crashen wir diese Party. Château de la Haute Lune! Los geht's! Die Gilde wird das Restaurant abriegeln und sich dann im ersten Stock im Tresorraum treffen. Die Tür kann nur von innen entriegelt werden. Du wirst mir helfen, diese Tür zu öffnen. Wir haben noch etwas Zeit. Gerade genug Zeit zum Umziehen. Also wirklich hier so eine Art Heist-Kampagne hier, oder wie? Da sind wir. Passend für Gilden-Security. Ich würde gerne alle Gilden-Bastarde tot sehen. Pantheon ist das i-Tüpfelchen für mich. Hier ist mein Halt. Geh zum Vorbereich des Tresorraums im ersten Stock. Ein Alarm wird ertönen. Das ist okay. Die Gilde kennt dich nicht. Es ist am besten... Du ergibst dich und spielst mit. Okay. Wenn du drin bist, warte auf mein Zeichen. Na, auf jeden Fall die. Oh, wir haben eine Nebenmission. Ja. Devstor See, Yannick. Der Gangsterboss. Johannes Esadi, der Gangsterboss, Big Boss, ist wirklich groß, kann man nicht übersehen. Kronjuwel der Verbrecherbande gibt es schon ewig. Sein Tod würde die Gilde aufhorchen lassen. Hinweis für Case, muss heute sterben.
Also haben wir jetzt noch drei Ziele zu erledigen. Oh, die Kampagne gefällt mir echt gut. Ich finde, das ist ein cooler Ansatz. Aminada Sai, der Deal. Esselis Geschäfts. Was? Geschäft der Macherin. Mein Gott. Lockt Klienten durchs Kleingedruckte in die Falle. Gewalttätig, möglich Nummer 2. Keine Aminata, keine Deals. Und Omar. Esselis Wache und Dobermann auf Steroiden würde vermutlich mehrere Kugeln für den Boss einfangen, um seine Loyalität zu beweisen. Auf die Probe stellen? Safe Room? Ah, fest in der Gangsterboss früher. Ich denke mal, da wird der Boss sich dann zurückziehen, falls der Alarm losgeht, aber da geht ja, glaube ich, eh los. Ja, viele Wachen, okay. Finde ich cool. Dann nehmen wir nochmal was Größeres mit, und zwar das. Das kann man auch mitnehmen. Okay, noch irgendwas? Nein. Let's go. Okay, was sagten? Ne, haben das hier noch keine Nebenmission. Okay. Kann man eigentlich? Ah. Ich frage mich, wenn ich speichere, ob ich da weitermache, wo ich gerade bin, Von oder? allen Gildenarschlöchern beim Treffen ist Esaidi das Größte. Kriegen wir ihn nicht, kannst du mich für euren kleinen Club abhaken. Oder ob ich denn die Mission wiederholen muss. Wir schleichen uns mal hier hinten hin. Natürlich. Sie meinen zwar, wir können uns zwar festnehmen lassen, aber das will ich nicht. Machen einer Fleiße. Tür zu. Wir trinken, wenn das Meeting oben vorbei ist. Ach komm schon, leb mal ein bisschen. So, ich könnte ja mal die Messer auswählen, gell? Einwurf tötet. Okay. Also Kopf auf jeden Fall. Oh, die kann man wieder aufheben. Das ist gut. Ne, den lassen wir mal leben. Oh, das sind einige. Wie zum Vorraum. Oh, da kommt einer gerade angelaufen. Das viele Leute. Wenn was passiert und wir beim Trinken erwischt werden. Haben Sie die Leiche gefunden? Ja. Weg mit der Waffe. Sicher. Nicht bewegen, Case. Bleib ruhig. Spiel mit. Warte auf mein Zeichen. Nicht eher. Ihr CIA-Typen seid doch alle gleich. Du auch. Sorgt für Ärger. Was ist los, Herr? Wir haben Besuch.
ist genau in die Höhle des Löwen gekommen. Allein. Ohne Einladung. Arbeitet vielleicht für die Konkurrenz, ja? Oder Pantheon versucht uns auszuquetschen. Wir kamen zu dir, SID. Wir kriegen die Wahrheit raus. So oder so. Zeig mir dein Besuch. Mach schon. Sieh mal an. Du bist weit weg von zu Hause, Case. Diese Person ist extrem gefährlich und muss sofort getötet werden. Aminata. Nice. Warte, ich muss noch umgucken, ich brauch Geld. Gibt's da noch Geld? Bastarde erkennen mich nicht einmal. Nicht, dass es sie retten würde. Oh. Jetzt geht's rund. Boah, was? Wollt ihr jetzt von hinten angerempelt oder was? Wir brauchen Hilfe. Na, wartet. Okay. Halt. Panzerplatte finde ich gut. Er hat eine Panzerung gehabt. Ja, für Fernkampf ist die Waffe natürlich nicht so gut. Weg mit euch, ich brauche mal eine andere Waffe. Alles gut. Schickt mehr Männer! Wir müssen es Sadie schützen! Wie von hinten? Ja, ich kann gerade nicht. Bin ich gerade etwas eingekesselt. Zack. Gut gemacht, Case. Er lässt ihn noch her. Gute Arbeit mit Segir. Er schießt ihn. Mein Gott. Ich kann wissen, was für Geld und solche vorbeilaufen, ey. Oh, klar, dass der entkommt. Oh! Okay. Überprüft die Straße! Die Limousine kommt die Straße runter! Da war ich, glaube ich, im Bereich des nicht so gut stehenden Bereichs, sagen wir mal so. Ja, hier stand natürlich genau auf dem Auto. Brennen der Hölle,
Schöne Mission. Deinen Teil der Abmachung mehr als eingehalten, Case. Und Adler hatte recht. Die CIA könnte hinter Pantheon stecken. Gehe mit Seth. Hoffentlich liegt er bei deren Waffe falsch. Vielleicht solltest du mir mal deinen Unterschlupf zeigen. Case hat sich gemeldet. Shivati Dumas will sich uns im Turm anschließen. Eine von zwei. Ich kehre mit Felix Neumann aus München zurück. Neumann ist aus einem anderen Holz. Ein brutaler Stasi-Vollstrecker und Tech-Genie. War früher der CIA ein Dorn im Auge. Dann zeigte er der Stasi den Mittelfinger und lief nach Westdeutschland über. Neumann behauptet, Gewalt in seinem Leben sei Geschichte. Er ist nicht einmal mehr bewaffnet. Und trotzdem konnte er die Chance nicht ausschlagen, der CIA eins auszuwischen. Er wird bald die Gelegenheit dazu bekommen. Er wird versuchen, in Langleys Netzwerk einzudringen und herausfinden, wo sie Russell Adler festhalten. Der Turm, Zusammenkunft. Ich bin noch skeptisch wegen Seth, aber hey, wir wurden nicht im Schlaf getötet. Echt eine schöne Grafik. Er hat auch was gefunden. Komm. Okay, Neumann. Wir sind gespannt. Bitte. Nennt mich Felix. Wir sind doch Freunde. Ja, natürlich. Russell Adler ist in der Black Site in Washington, D.C. Der unterirdischen, die vor fast 3 Jahren in Betrieb genommen wurde. DC Blackside. Es gibt auch Baupläne. Sie befindet sich unter der Capital Station, was ihr vermutlich wisst. Verstehe. Nun, es gibt einen kleinen Hochsicherheitstrakt. Dort werdet ihr euer Ziel finden. Wir brauchen einen Plan. Du bist dabei? Sonst würde ich wohl hier nicht sitzen. Ach, sehr gut. Neumann. Felix. Ich brauche einen Weg in die Black Site. Ich prüfe noch mögliche Schwachstellen. Guter Mann. Sag Bescheid, wenn du was hast. Oh, jetzt können wir noch mit einem reden anscheinend. Können wir mit dir auch reden? Nein. Einfach mit dir. Case. Dieser Job in Avalon war offenbar etwas Persönliches. Die Gilde schnappte mich als Kind. Eine Waise auf den Straßen Marokkos. Sie wurden meine Familie und zeigten mir, was aus mir werden könnte. Eine Waffe. Ich habe sie gerne beschützt, für sie getötet. Bis sie eines Tages mein Vertrauen missbrauchten. Das war's. Wie wurdest du verraten? Jemand starb wegen mir. Unverdient. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wie viel weißt du über das Pantheon? Ich kriege eigentlich alles in Avalon mit. Ein Gerücht dreht sich um die Gruppe, die ihr sucht. Das Pantheon steckt demnach mit einer anderen Fraktion unter einer Decke, aber ich weiß nicht mit wem. Adler dachte, es wäre die Gilde, aber das scheint eher nicht der Fall. Wer es auch ist, vielleicht kriegen wir es raus. Das ist alles für den Moment. Ja. Okay. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 490, ja, wow. $10 fehlen. Okay. Wo ist Woods hin? Da. Ja, wobei, das werden wir dann in der nächsten Folge nochmal gucken, was die alle zu sagen haben. Ja, das soll es gewesen sein mit der zweiten Folge. Gibt einen Aufzug? Okay. Mit der Folge Call of Duty Black Ops 6. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und mir zuseht, wie wir hier, beziehungsweise wie ich, die Kampagne von Black Ops 6 erlebe. Also, schaltet gerne ein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Doomsday. Macht's gut. Wir sehen uns.